So. Haben wir alles? Mit deinen Schuhen. Ja, die gehen kaputt, die habe ich immer neu. Ach so, die gehen gar nicht mehr. Da sind ein paar Löcher gekommen. Oh. Gehen wir da wieder hin? Oh nein, das ist ja Tuche. Wir müssen zum Limon-Café. Oh. Müssen wir kleben. Tja. Aber die ist auch voll schön, wenn ich jetzt die Kopf gegangen. Ah, okay. Aber du musst sie ja anziehen. Oder ne? Haben wir alles, ne? Ja. Nächsten hast du alles in der Tasche mal an, ne? Ich hoffe. War dann genau gut. Was hast du da reingelegt? Ich muss unbedingt mal so eine neue Strandtasche holen, weil meine Tasche hat Löcher leider. So schön gerade. Moment, ich nehme das nochmal eben auf. Endlich deswegen, der Sand geht runter, ich muss den Bein hochheben, das ist anstrengend. Mehr Kraft für mich. Kann nicht so schnell. Mit Zigarettenbrille noch. Richtig schön. Geht's? Ja, ich versuch's. Was wollen wir machen? Willst du meine Willst du mir wieder deine Hand geben? Ja. Ja? Nö. Melli, habe ich schon, das kann man schon lange. Das ist gar nicht so einfach. Echt? Ah, ja, ist noch falsch gerade. Hä? Es sah so aus, als wäre Gases Auto nicht mehr da. Ach so. Du redest
Wenn man redet, du hast nichts mehr, Oma. Was soll ich machen? Mache ich in Deutschland an Leisten. Was lange das dauert, du musst jetzt schon. Einen Monat noch. Dann gehe ich. Aber du musst jetzt schon Termin machen, sonst kriegst du keinen. Ja, muss ich machen. So besser. Ach, da versteckt Oma. Ist auch noch alles zu, ne? Egal. Wo sind die denn hoch? Da, irgendwo. Mann, ich hab nicht mal Schuhe an. Da kommen sie. Ha? Wenn ich mich telefonisch abwähle. Ja, ich halte dich. Ups. Ach, noch eine Schau. Nein, Oma, ich halte mich. Du kannst Oma dich nicht festhalten. Wenn du aber einmal doll bremst, dann fliegst du. So. Och, ist das ein schöner Himmel, ne? Ja, der ist immer der schöne. Mit dem Mond auch. Ja, richtig schön. Ja, da ist so ein kleiner. Der ist nicht so ganz auffällig, aber man sieht ihn. So ein Mini. Der Himmel. Das haben die bestimmt. Ich denke mal eher, dass da das Aggregat kaputt ist gerade. Die haben ja auch ihre Stromaggregate alle. Wenn Strom ausfällt, läuft deren Aggregat. Der geht aber nur, wenn das Öl auch voll ist oder das Gas, je nachdem. Manchmal ist es alle. Müssen die erstmal wieder auffüllen. Das ist Insektenvertilgungsmittel. Was für ein Ding? Nein, gegen Fliegen und Mücken und so ein Kram. Ah, da wundern sich, warum die Menschen krank werden. Wir atmen das ja auch heute. Ja, ja.
kommen zu dem anderen Strand, da ist richtiger Strandsand und dann kann man damit auch besser bauen. Okay? Und damit fahren sogar Kinder an, hast du gesehen? Ja, ja, aber. Ja. Da guckt auch niemand. Ja, dann wird auch keiner gucken, wenn du nur hier machen. Uns. Nee, das ist eine andere. Ja, also. Geht zu jemand anderem. Sagst du, jemand kommt bei uns zu anderen, ganz so her, die Katzen und dann. Ich sehe schon wirklich, morgen steht Oma auf und da steht so ein Kreis voller Katzen. Und so, hallo, und so, hallo Meister. Verbeugt sich so. Und dann sagen die so, miau, miau. Ja, das ist lustig. Wir sind da. Wir sind da. So, wir sind wieder zu Hause. Oh mein Gott, wir sind aber verschmiert. Am Strand. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe geduscht. Jetzt duscht meine Enkelin. Kann ja oben nicht duschen. Die muss bei uns im Zimmer duschen. Die anderen sind da in der Dusche. Oh, mein Mann hat sich immer noch nicht gemeldet, ne? Ja, genau. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ich werde jetzt hier gleich erstmal ein bisschen klar Schiff machen. Ich muss aber als allererstes mein Halblife-Video einstellen. Und warum komme ich denn hierher? Ah ja, ich wollte ein Foto machen. Ja, genau. Es ist 23.14 Uhr und ich werde jetzt mein Gebet vollrichten, das Nachtgebet, und werde mich jetzt von euch verabschieden wollen. Wir haben noch, also ich habe noch ein bisschen was gegessen. Ich habe mir noch das Essen von gestern Morgen gemacht. Die Kinder hatten das ja vorhin schon gemacht, bevor wir zum Strand gegangen sind. Die Enkelin, die Große, wollte dich essen. Die hat sich eine Melone geschnitten. Oh mein Gott, die Melone ist so lecker, ne? Also das ist bisher die beste Melone, die wir dieses Jahr hatten. Die hat Emil ausgesucht. Offenbar sagte er gesehen, mit der Taschenlampe beleuchtet, weil die Plane, die über den Melonen gehangen war, rot war. Und dann kann man das natürlich so schlecht erkennen, ob die auch wirklich reif ist. Aber Emil natürlich schlauweise mit der Taschenlampe drüber geleuchtet. Und hat wirklich ganz toll ausgewählt. Schmeckt richtig süß und lecker. Habe sogar ich gegessen. Ja, ich habe quasi jetzt noch was geschnitten. Er isst. In der Zwischenzeit habe ich fast alle meine Videos durchgeschnitten. Obwohl es noch relativ früh ist. Ich habe aber auch schon um 8:30 angefangen mit dem Schnitt. Und dann bin ich jetzt eben fertig. Ja, seht ihr, es ist 11:30. Ne? Also so 3-4 Stunden brauche ich abends, um die Videos zu schneiden. Das ist wirklich nicht ohne. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt beten. Ich habe mit meinem Mann telefoniert. In der Zwischenzeit natürlich. Der hat tatsächlich heute den ganzen Tag mit unserem Freund in Istanbul verbracht. Die sind in Istanbul spazieren gegangen. Mein Mann war ja schon öfters in Istanbul, ist aber ja, also so oft geht man ja dann doch nicht spazieren. Und das haben die heute ausführlich gemacht. Unser Bekannter war auch ewig nicht in Istanbul und haben sie die Zeit jetzt genutzt. Und hat er gesagt, die wollen jetzt weiter an die Grenze fahren. Ich habe telefoniert, glaube ich, um 7:30. Und dann hat er gesagt, dass sie jetzt weiterfahren wollen,
wollen noch ein bisschen was essen und wollen dann weiter zur Grenze und dann einfach mal losfahren, mal gucken, wie weit sie kommen. Habe ich gesagt, was für ein Quatsch, die haben den ganzen Tag in Istanbul, sind die spazieren gegangen, das ist ja anstrengend, ne? Und der Verkehr ist ja wirklich Wahnsinn, das haben die auch gesagt, aber was für ein Verkehr ist das hier bitte? Und da habe ich gesagt, dann nehmt euch doch im Hotel und dann bleibt heute Nacht noch in Istanbul und dann fahrt ihr morgen, Allah, ihr sehen, werdet es dann mit frischer Kraft früh morgens einfach los und dann ja, seid ihr ausgeschlafen, ne? Ich meine, man schläft ja doch im Auto immer nicht so richtig und dann mit zwei Männern da auf den Sesseln da im Auto, das ist immer nicht das wahre Fit. Naja, müssen sie mal gucken. Wollten sie sich überlegen und ich hätte ja gedacht, dass die schon fast die Hälfte des Weges hinter sich haben, würde mein Mann ähnlich sehen, aber ja, ich denke mal, mein Mann hat auch ein bisschen geshoppt. Ich glaube, das hatte er auch vor, weil hier hat er ja gar nichts eingekauft. Er wollte sich nur Hemden und T-Shirts und so kaufen. Das wird er sicherlich heute gemacht haben. Genau, mein Lieben. Also, wir haben auch Verwandte in Istanbul, hatte ich ja auch erzählt, aber da unser Bekannter halt dabei ist, denke ich mal, wollte mein Mann dann die nicht kontaktieren sozusagen, weil das ist auch eine Familie, also ist auch eine Ehefrau und kleine Kinder dabei und dann ist es halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man fremde Menschen männlicher Natur mit nach Hause bringt. Genau, mein Lieben, also ich verabschiede mich ganz herzlich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir waren auf dem Bazar, wir waren am Strand und das war doch mal, glaube ich, eine schöne Abwechslung heute, auch für euch, weil so oft bin ich ja nicht am Strand, wie ihr wisst. Ja, aber es war sehr schön, weil es war abends und das Wasser war piepwarm. Das hat mir auch gut gefallen und dann waren wir auch nicht so lange, sondern genau die richtige Zeitspanne, die mir auch gefiel. Wir sind ein bisschen im Meer geschwommen und dann sind wir wieder nach Hause. Das ist in Ordnung, aber nicht den ganzen Tag am Strand verbringen oder über Stunden, ne, das mag, und dann noch in dieser Hitze, ja, das mag ich überhaupt nicht. Es war richtig schön, angenehm, ein schöner Abend. Morgen wollen wir, wie gesagt, Allah izin, wenn es dann zum Injikum fahren, das ist ein bisschen außerhalb Alanyas. Ja, mal gucken, ob wir das dann am Vormittag machen. Das würde allerdings bedeuten, dass es dann morgen einen Strandtag gibt, den ich eigentlich nicht so gerne mag. Ja, mal schauen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen, inshallah. Tschüss.